Zurück im Ruhrgebiet. Ex-Knacki Stefan ist zwar seit kurzem auf freien Fuß, doch heute zieht es ihn erneut in Richtung Gefängnis. Zum Glück bin ich jetzt 2 Monate draußen. Ein Kumpel geht's jetzt nicht so gut, der sitzt noch im offenen Vollzug und den gehe ich jetzt besuchen. Stefan hat Thorsten während seiner Inhaftierung kennengelernt. Sie haben gemeinsam in der Gefängnisküche gearbeitet. Hey, grüß dich. Alles gut? Ja. Wie geht's dir? Komm her. Hey, gut sieht's aus. Weswegen sitzt Gehen. Du im Gefängnis? Ich wegen Fahren ohne. Fahrerlaubnis? Ja. Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und deswegen kommt man ins Gefängnis? Wenn man das öfter macht, ja. Wieder Furz erwischt? Ja, 17, 18 Mal. Wie lange saßt du jetzt oder sitzt du jetzt? Ich sitze jetzt fast 3 Jahre. Wie lange musst du jetzt noch sitzen? Also wenn ich Glück habe, irgendwann so zwischen 4, 6 Wochen, dann wartet. Ja, kriegst du ja. Doch rum, oder? Ja. Wie kann ich mir so einen offenen Vollzug vorstellen? Wie lange darfst du jetzt raus? Ich habe ein Kontingent im Jahr, was ich verbrauchen kann. Und ich darf jetzt von Freitag bis Montag draußen bleiben. Muss Montagabend um 17 Uhr wieder zurück sein. Ja, lass uns die Freiheit genießen und jetzt mal ein bisschen spazieren gehen. Ja, alles klar. Komm. Danke. Stefan möchte so schnell wie möglich wieder weg von dem Gebäude, in dem er 7,5 Jahre seines Lebens verbringen musste. Stefan, wie ist das jetzt hier, so wieder in der Nähe vom Gefängnis zu sein? Ja, komisch, ja. Ich habe so gefeiert, dass ich das hinter mir habe. Ja, und jetzt bin ich schon wieder hier und muss mir das angucken. Ja, das ist kein schönes Gefühl. Also, das ist wie ja, so ein Krummeln im Magen, ja. Also, ja, so ein Knurren im Magen. So bloß weg hier, ganz ehrlich. Wie kann man sich so einen typischen Tag im Gefängnis vorstellen? Langweilig, aber Struktur. Also morgens aufstehen musst du. So, dann gehst du arbeiten, hast dann Mittagessen. Und am Mittagessen hast du dann wieder deine Arbeit. Ja, und dann zieht sich durch bis Abendbrot. Und abends hat man die Möglichkeit, bei jemand anders auf den Haftraum zu gehen. Für eine gewisse Zeit, für 2, 3 Stunden, und da Kaffee zu trinken, Karten zu spielen und so weiter. Oder sich einfach mal zu unterhalten. Ja, und da war er dann halt oft da. Und hat mir auch mal das ein oder andere Mal auch den Kopf gewaschen. Ja, wenn ich mal irgendwelche Ideen hatte, die nicht so gut waren. Was waren das für Ideen? Ja, ich bin ganz ehrlich, wenn es darum geht, sie ja zu konsumieren oder sonstiges. So, wenn ich die Idee hatte, das zu machen, dann war er da und sagte, mach das nicht, das ist Bullshit, hör auf mit die Scheiße, komm lieber rüber und wir trinken einen Kaffee. Hätte Stefan nicht Thorsten an seiner Seite gehabt, wäre er vermutlich jetzt noch hinter Gittern. Ja, bremsen musste ich echt oft, weil das ein oder andere Mal hast du echt den Kopf in die Schlinge hängen gehabt. Ja. Wenn die dich geholt hätten zur Urinkontrolle oder so, dann wäre Zapfenstreich gewesen für dich. Ja. Ne? Das war also. Ich bin auch froh, dass du oft genug auf mich gehört hast. Ja, Gott sei Dank. Ja. Was war am nächsten Tag? Durfte es antreten. Ja. Ne? In Thorsten hat der 40-Jährige einen Freund gefunden. Etwas, das im Knast nur selten vorkommt. Wie sah das im Bereich Gewalt aus? Also, ich selber habe keine Gewalt. Also, in dem Maß jetzt so. Aber man muss sich schon behaupten. Ne? Also, man muss sich schon durchsetzen. Also ich lasse mir jetzt auch nichts wegnehmen. Nee, dann kommt er jeden Tag an und meint, er müsste mir irgendwas wegnehmen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Wie sieht das dann aus? Dann haue ich ein paar rein. Wer Schwäche zeigt, hat im Knast nichts zu lachen. Und auch sonst war die Zeit dort für Stefan alles andere als angenehm. Was war das Schlimmste, was du da drin erlebt hast? Das Allerschlimmste? Diese Fremdbestimmung. Finde ich an. Die ist am schlimmsten, ja? Dass jemand bestimmt über dein Leben, wie du was zu tun und was du zu lassen hast, wann du was tust, vor allen Dingen. Ja? Jetzt ist 12 Uhr, jetzt wird gegessen. Jetzt haben wir 18 Uhr oder 17 Uhr, jetzt wird gegessen. Okay, das war jetzt nicht das Schlimmste für mich. Für mich waren andere Sachen schlimmer. Was war? Von meiner Familie getrennt zu sein. Das fand ich wesentlich schlimmer. Ja, das stimmt. Stefan und Thorsten sind aus unterschiedlichen Gründen ins Gefängnis gekommen. Bei beiden hat diese Zeit Spuren hinterlassen. Habt ihr euch bei euren Straftaten vorher Gedanken gemacht, dass es hier enden könnte? Natürlich rechnet man damit, irgendwann erwischt zu werden, eingesperrt zu werden für das, was man in dem Moment macht.
Aber in dem Moment denkt man einfach nicht so weit. Man denkt eigentlich, ja, es wird schon gut gehen. Ne? Warum sollen die mich jetzt erwischen? Ich habe alles durchgeplant. Das geht doch gar nicht. Ne? Ich bin doch vorsichtig. So. Ja, und dann lernt man, ja, doch nicht. Ja, und dann landet man hier. Gib mir die Hand drauf, dass du diesmal nicht wieder ins Klosett greifst. Ne? Ich gebe mein Bestes, wirklich, ich gebe mein Bestes. Doch diesen Worten muss Stefan nun auch Taten folgen lassen. An der Kieler Bucht in Schleswig-Holstein liegt die Gemeinde Schönberg. In dem beschaulichen Ort leben rund 6.500 Menschen. Zwei von ihnen sind Marion und ihr Mann Bernd. Beide sind arbeitssuchend. Ich bin Bernd. Ich bin Marion. Früher konnten wir uns noch alles leisten. Und heute leben wir von Hartz IV. Seinen gut bezahlten Job in der Versicherungsbranche hat Bernd verloren. Damit begann für das Paar der tiefe Fall. Die Geldsorgen sind eine Belastungsprobe für unsere Beziehung. Nach Abzug aller laufenden Kosten bleiben ihnen etwa 440 Euro im Monat. Zusätzlich belasten sie hohe Schulden. Beim letzten Mal ging eine neue Schreckensnachricht ein. So, unser jetziger Vermieter hat jetzt angerufen und das heißt, da kriegen wir 1.450 Euro. Nur Mietrücklagen oder auch? Nee, angeblich Nebenkosten. Nur Nebenkosten? Ja. Über 1.400 Euro Nachzahlung. Ein Betrag, den das Paar unmöglich aufbringen kann. Der hat aber gesagt, das hat er dir gesagt. Nee, hat er nichts gesagt. Ihr habt irgendwie gesprochen, hat er gesagt. Wann soll ich denn mit ihm gesprochen haben? Ja, das weiß ich ja nicht. Ich habe mit ihm nicht gesprochen. Ach, richtig, nicht mal aus. Gut, das ist mir auch echt zu stressig. Also glaubst du lieber dem Vermieter als deinem Mann? Nein, ich glaube nicht. Es stresst mich nur gerade, ja. Also eigentlich zahlt das Jobcenter die Nebenkosten, auch die Nachzahlung, wenn das im gewissen Rahmen ist. Aber diese Summe sprengt ja jeglichen Rahmen. Eine Woche später. Der ehemalige Versicherungsmakler will die Forderung nicht einfach so stehen lassen. Die Nebenabrechnung ist gekommen. Und der Betrag ist wirklich so hoch, wie er gesagt hat. Da sieht man den Betrag. Da kann nicht stimmen. Ist unmöglich. Ich gucke selber jetzt noch mal jeden einzelnen Posten durch. Und dann schauen wir mal weiter. Aber mir springt hier gleich eins ins Auge. Apartment, Kellerraummiete, Strom. Soll das sein? 328 Euro. Aber da wir keinen Keller haben, haben wir auch keinen Kellerstrom. Wie kann denn sowas passieren? Was meinst du da? Ja, weil das ist eine Abrechnung für einen Eigentümer. Und da kann man nicht jeden Posten an den Mieter weitergeben. Da steht sogar extra drüber, nicht umlagefähige Kosten. Aber ich habe jetzt schon wieder einen Punkt gefunden, der auch nicht stimmt. Da stehen 315,41 Euro. Die sind hier unten aber nicht abgezogen worden von der Summe. Und jetzt kommt wieder der nächste Fehler. Jetzt kommen nämlich die Hausnebenkosten. Die Gerätekosten, Wartungskosten. Woher weißt du das alles? Weil wir ja selbst die Eigentumswohnung gehabt haben. Und wir haben jedes Jahr auch diese Abrechnung bekommen. Und man kennt diese Position mit der Zeit, was darf man. Weil wir haben es ja auch weitergegeben an unsere Mieter. Das heißt, früher saßt du quasi genau auf der anderen Seite? Genau. Die Eigentumswohnung wurde gepfändet. Was dem Paar geblieben ist, ist seine Erinnerung an ein ehemals sorgloses Leben. Wenn du an eure Eigentumswohnung denkst, wie ist das für dich? Dann kommen mir die Tränen. Weil das war ja unsere Alterszukunft praktisch. Mit unserer Altersvorsorge, ne? Das haben wir uns so schön ausgemalt eigentlich. Ne? Das war auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, das ist sicher. Und jetzt haben wir alles verloren. Alles verloren durch die Arbeitslosigkeit, ja. Genau, damit fing es an. Durch die Arbeitslosigkeit ist halt alles den Bach runtergegangen. Damit fing das an, ja. Wenn du heute an dein Alter, an euer Alter denkst, was weckt das für Gefühle? In Bezug auf Angst. Also bei mir Angst. Da wird eine riesen Lücke sein und die Lebensversicherungen sind ja auch weg. Das war ja auch für die Altersrente vorgesorgt. Ja, wir sehen ja ganz oft, dass dann Rentner dann mit ihren Wagen kommen und holen dann Leergut aus dem Mülleimer. Die eine Dame mit dem Restbrot da noch, wirklich das erste Mal gesehen, dass das wirklich Lebensmittel waren, die sie da aus dem Müll geholt hat. Genau. Das war für mich erschreckender wie jetzt mit den Pfandflaschen. Es ist ja auch so viel geworden. Es ist ja nicht nur ein paar, das ist ja schon echt angestiegen, ne? Dass das ja immer mehr wird.
Wir hatten auch schon Monate, die letzten zwei Tage haben wir dann auch nur noch Brot mit Ketchup gegessen. Ja, und da hat man schon so Angstgefühl, wie ist das später mal, wenn man Rente ist. Ja, das Einzige, was wir machen können, ist einfach nur hoffen und weitermachen. Ja. Hoffnung nicht aufgeben. Auch wenn Marion und Bernd immer wieder Steine in den Weg gelegt werden. Wenn ich richtig liege, werden wir bei der Nachzahlung von 390 bis 500 Euro liegen. Wie werdet ihr das stemmen? Durch Jobcenter. Ich denke, das mal zahlt das Jobcenter. Wieso generell euer Verhältnis zum Jobcenter? Also bis jetzt hatten wir noch keine Schwierigkeiten mit dem Jobcenter. Nein. Wir arbeiten noch super gut mit. Also auch wenn wir angeschrieben werden vom Jobcenter, dass wir auch gleich reagieren. Man muss sich auch wirklich immer jedes Mal drum kümmern. Wir haben es ja mitgekriegt. Genauso wie das jetzt mit dieser Nebenkostenabrechnung ist, muss man sich auch wieder selbst kümmern. Und wenn das Jobcenter das nicht zahlen sollte, würden wir dann eben 10 Euro anbieten oder 5 Euro im Monat oder Ratenzahlung anbieten. Das Paar will wieder nach oben und lässt sich dabei nicht unterkriegen. Zurück in Stuttgart bei Melanie und ihrem 3 Monate alten Sohn Noah. Weil die Hartz-IV-Empfängerin während der Schwangerschaft geraucht hatte, kam das Baby mit Organschäden zur Welt. Die junge Familie steht unter strenger Beobachtung des Jugendamtes. Ist denn mit Baby anstrengend? Nö, mit Baby ist es überhaupt nicht anstrengend. Ein Handschnips für mich. Heißt Kindererziehung ist für dich gar kein Problem? Nö, überhaupt kein Problem ist Kindererziehung für mich, nö. Ich weiß, wie das geht. Ich habe mich ja schließlich auch selbst erzogen. Würdest du sagen, hat gut funktioniert? Ja, hat sehr gut funktioniert, mich selber zu erziehen. Hat super funktioniert, man sieht ja, was halt aus mir geworden ist. Was ist dir wichtig bei der Kindererziehung? Dass er nicht kriminell wird. Das heißt nicht so wie du? Ja, nicht so wie ich, genau. Da gibt es so einen Spruch, dass er von der Königin erzogen worden ist. Und das will ich erreichen. Du vergleichst mit einer Königin? Ja, ich bin die Queen. Die 25-Jährige ist im Heim groß geworden. Ein intaktes Familienleben kennt sie nicht. Und auch Noahs Vater Leon ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Bleibt zu hoffen, dass Noah nicht das Gleiche durchmachen muss. Hello again. Wie war's arbeiten? Gut. Das freut mich ja, der Wein. Leon ist erst 21. Bevor Melanie schwanger wurde, waren die beiden nicht einmal ein Jahr zusammen. Ja, wie ist für dich jetzt so die neue Rolle als Vater? Ja, entspannt. Für manche ist es vielleicht schwierig, aber für mich ist es jetzt nicht schwierig, ein Kind zu erziehen. Also. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Das klappt super. Ja? Ja, funktioniert sehr gut. Ich unterstütze ihn ja auch, wo ich kann. Ich gell? Ja, ja. Wenn er auf meinem Bauch liegt zum Beispiel, kann ich zocken. Und wenn Maddie auf ihn aufpasst, kann ich FIFA zocken. Und es ist uns gegenseitig. Das machen wir schon richtig gut. Jetzt ist es ja so, ihr wohnt ja jetzt zusammen in der WG, ne? Und es ist ja schon alles sehr eng. Übergangsweise sagt das Jugendamt, es ist in Ordnung, aber wir sollten ja auf eine eigene Wohnung kommen. Also mit Schulden im Hintergrund ist es halt auch schwierig, wenn man einen Schub versteht. Auch bei ihren Finanzen haben die beiden Hartz-IV-Empfänger bisher wenig Verantwortungsgefühl bewiesen. Unsere Schulden belaufen sich insgesamt wahrscheinlich auf 30.000 Euro. Wenn wir auf was haben wollten, haben wir einfach bestellt random so. Und wenn man das Geld nicht hat, dann muss man halt Schulden machen. Also anders geht's nicht. Das abzahlt zu wenig, meiner Meinung nach. Ja, richtig. 2.500 netto wären nice. Pro Person? Pro Person, richtig. Dann hätte ich auch keine Schulden. Aber ja. Quasi Jobcenter ist mit unter dran schuld, dass ich Schulden habe. Falls es zu wenig ist. Mit den ganzen Schulden, wie wollt ihr damit jetzt umgehen? Ja, erstmal auf jeden Fall den Termin bekommen bei Schuldnerberatung. Und dann, ja, gehen die weg. Wir kriegen ja auch ab November Kindergeld, das heißt, es bleibt auch wieder mehr wieder für uns. Dass das Kindergeld ihrem Kind zugutekommen sollte, schien den beiden damals egal zu sein. Und heute? Wie sieht's bei euch finanziell aus gerade? Es gab eine Kindergeldnachzahlung in Höhe von 400 Euro. Okay, was habt ihr mit dem Geld gemacht? Ich kann es nicht anders sagen, weil es uns nicht zugenommen und dann ist es scheiße.
Was ist denn scheiße? Wenn Jugendamt erfährt, dass da die Handys draufgegangen sind, so soll es ja nicht sein. Das Kindergeld des Sohnes steckt jetzt also in neuen Handys. Statt geordnete Verhältnisse zu schaffen, leben die jungen Eltern weiterhin über ihre Verhältnisse. Dabei waren sie extra bei einem Schuldnerberater. Das Ziel: Privatinsolvenz. Dann haben sie Formulare auszufüllen, die ich ihnen jetzt mitgebe. Das haben wir in zweifacher Form vorliegen. Heute Abend noch, ne, hinsetzen, ja. Papier nehmen. Seit diesem Termin sind allerdings schon wieder 4 Monate vergangen. Wie sieht es denn jetzt überhaupt mit der Privatinsolvenz aus? Ihr wart ja beim Schuldenberater. Naja, das ist in Planung, aber wir haben noch keine Verträge ausgefüllt oder was weiß ich alles noch. Das heißt, ihr habt noch nichts gemacht? Nee, uninteressant. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Meine Fresse. Unseren Fragen weichen Melanie und Leon aus. Vor ihren Problemen können sie auf Dauer nicht davonrennen. Schon gar nicht mit einem kleinen Kind.